Gut, dann machen wir jetzt mal schön lecker weiter. Ja. Gut, in diese Richtung. Ja. Wer bist du denn? Kenne Seid ich mir dich? gegrüßt. Dein Barkettbegleiter hat deinen Schutz vor Magie verbessert. Oh, what? Geil. Wer bist du, Ronwen? Mypha. Wenn große Mächte miteinander sprachen, taten sie es oft mit meiner Stimme. Ich bringe die Leute dazu, zu erbitten, was sie wirklich wollen, und anzunehmen, was ich ihnen anbiete. Meine Gaben verließen mich allerdings, als der Kristallkrieg ausbrach. Vielleicht hätte ich nichts verhindern können, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Vielleicht kann ich meine Versäumnisse durch meinen Dienst für Greyfall ja wieder gut machen und den Leuten den Frieden bringen, der mir versagt blieb. Okay, habe ich nichts dagegen. Und hier Patrick Dover, Paddy also? Niemand hier war freundlicher zu mir als Paddy. Ich bewundere seine sture Weigerung, Rückschläge zu akzeptieren. Ganz ehrlich, ich betrachte ihn als meinen besten Freund. Okay, dann bist du schon hier aufgenommen hier. Trostkap. Ich habe mein Bestes getan, mich an Trostkap zu gewöhnen. Aber es ist nur ein blasses Abbild meines früheren Lebens. Einst sprach ich für das mächtige Rathier, war seine jüngste Gesandte, mit Abstand. Und jetzt mache ich Handlangerdienste für einen kleinen Mann, der am Strand lebt. Auch nicht schlecht. Na gut, Schön, tschüss. euch zu sehen. Ja. Was? Ja, aber nicht jetzt. Wir werden ja jetzt nicht zurückkehren. Ah. Es war nicht leicht, aber ich bin diesem Landungstrupp ins Inselinnere gefolgt. Niemand, der so viel Fracht mit sich führt, ist zufällig hier. Da braut sich ein Sturm zusammen. Es wird euch freuen zu hören, dass ich einen gefangen genommen habe, den schmächtigen Kerl dort drüben. Er sagt, er sei harmlos, aber ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem habe ich noch ein weiteres Schiff entdeckt. Es liegt direkt vor der Küste und ist noch vollkommen seetüchtig. Wenn ich ein wenig verrückter wäre, würde ich es stehlen und lossegeln. Aber vor allem interessiert mich der Anführer dieser Leute. Wenn sie auf Blut aus sind, werden wir es schon bald wissen. Der Landungstrupp, erzähl mal darüber. Ich muss sagen, er war einem Kampftrupp ähnlicher als einer Schiffsbesatzung. Ich habe sowohl Krieger als auch einige Scholaren unter ihnen gesehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fremde auf der Suche nach Akaras Macht und der Magie der Insel nach Galgens End kommen. Ich habe nur schon seit Jahren keine mehr gesehen. Gut, also verfolgt den Anführer. Ich hatte gehofft, dass ihr meine Ansichten teilt. Na also. Die Leute in Trostkap legen ihre Schicksale immer in die Hände anderer. Ob es nun Akara, der tote Kell oder sogar mein Vater ist. Ich werde nicht länger untätig zusehen. Ich gehe und ich werde denjenigen finden, der hinter dieser Invasion steckt. Er schuldet mir ein paar Antworten. Pass mal auf, das ist hier Dad. Und oder sie stirbt und der macht mich dafür verantwortlich. Die Nachfahrin. Sie ist Akaras Sklavin. Ein Sprachrohr des Gottes selbst. Meine Mutter hatte mehr vom Leben verdient als das. Sie ist eine wundervolle Frau. Ich sag doch, die hat keinen Bock darauf. Die Wache der Nachfahrin. Die Wächter? Sie mögen zwar nicht sonderlich bedrohlich wirken, aber sie brennen euch das Fleisch von den Knochen, wenn ihr die Nachfahrin auch nur unfreundlich anseht. Okay. Auf Wiedersehen. Na gut, ja, tschüss. So, ich muss hier rein. Ah, kann ich einfach so. Also müsste man ganz nett zu ihr sein, ja. Am besten ein Schlückchen Wein, Kerzenlicht, ein bisschen was Nettes zu essen, gutes Parfüm, ein paar nette Schuhe, schönes Kleid, ein bisschen Schmuck und dann passt das. Was denn hier? Ach so, guck an. Nein. Hier, das geht nicht. War nicht schlecht hier. Gute Bude. Ja. Eureka. Was liegt hier an? Oh. Moment. Meisterhaft. Wer bist du? Was ist euer Begehr? Die neue Nachfahrin darf nicht gestört werden.
Ihre Meditation ist für die Darbringungszeremonie von größter Bedeutung. Ohne die entsprechende Vorbereitung wird sie die Macht, die Akaras Segen mit sich bringt, nicht bewältigen können. Sie würde sie vernichten. Aha, Akara. Hier ist der Grund, warum wir alle auf Galgens End ein friedliches Leben voller Gnade und Erleuchtung führen. Er ist gerecht und das ist mehr, als wir verdienen. Ach so, das ist schon nur die Darbringung selber? Sie ist der Moment, in dem ein einfacher Mann oder eine einfache Frau zum Werkzeug eines Gottes wird. Die neue Nachfahrin wird bereits Monate vor der Zeremonie auserwählt, damit sie über die Bedeutsamkeit ihrer Pflichten nachdenken kann. Wenn die Darbringung dann stattfindet, gibt Akara seinen Segen an die Auserwählte weiter, die dadurch zur Nachfahrin wird. Es ist wundervoll. Ja gut, und die Nachfahrin selber? Erzähl mal. Ne? Sie verkörpert Akaras Macht und seinen guten Einfluss hier in der Welt der Sterblichen. Viele wünschen sich, die Nachfahrin zu sein. Aber letztlich wird nur eine erwählt. Sie muss stark genug sein, um Akaras Segen aufzunehmen. Denn die Schwachen würde er verzehren. Alter, merkst du das eigentlich? Der kann nichts sehen. Du hast ein Brett von Gott, mein Freund. Die Seelengrundwehr. Sie war einst ein Stollen der Dwerger, bis diese die Insel verließen. Anschließend wurde sie von den ersten Bewohnern Trostkaps in Besitz genommen. Die erste Nachfahrin lebte hier, hinter diesen warmen, schützenden Mauern. Heute bereiten sich alle Nachfahrinnen hier vor. In Sicherheit und unter unserem wachsamen Blick. Aha. Gut. Und die Wache der Nachfahrin? Wir sind die Wächter. Von Geburt an sind wir von dem Dorf getrennt. Oh. Und in unsere Ausbildung versunken. Unsere Gaben stammen von Akara selbst. Wir sind seine Augen auf Galgens End. Seine schützende Hand, die Nachfahrin und ihr Volk behütet. Ach du Schande, das sind so dann absolute Fanatiker, da darfst du nichts falsch machen. Dieser Name wird schon bald bedeutungslos sein. Sie wird die Nachfahrin sein, Akaras Auserwählte und das Gefäß seiner Macht. Ich werde ihr das Amulett geben, sobald sie ihre Meditation unterbricht. Nun müsst ihr gehen. Und das ist kein Vorschlag. Okay. Das geht euch nichts an. Sie ist in Sicherheit. Der Nachfahrin wird unter dem wachsamen Blick der Wächter nichts geschehen. Akara sei gepriesen. Na gut, wenn du das sagst. Sonst ist hier nichts mehr. Kann ich mir kaum vorstellen. Aber anscheinend... Ja, kann ich hier sonst nirgendwo hin. Warte mal, lass uns mal gucken. Da... Moment, ich kann doch da irgendwo runter. Hier? Irgendwie? Nee. Oder hier irgendwo? Nee, hier ist nichts. Also hier kann ich wirklich nichts machen. Na gut. Ich wollte ja nur mal nachgucken und in Sicherheit gehen. Woher soll ich das wissen? Also das sind mal Wächter, die so richtig fanatisch sind. Ja, absolut. Da darfst du wirklich nichts. Oh Mann. Wenn du nur sagst immer, du mach mal den Schnürsenkel zu, dann hauen sie dir direkt aufs Maul. Aufrufen kannst du, pausieren, schnell. Ja, ja, klar. Ist Lego. Aber so weit von. Viren sind Stollen aus Lehm und Holz. An den Türen schießbar. Ah. Gut. Welche Quest haben wir denn jetzt noch? Mit Quai. Achso, mit dem Typen da reden. Richtig, genau. Halt. Hey. Whatever hier. Dieses verrückte Weib hätte mir fast die Haare ausgerupft. Habt ihr eine Ahnung, was es kostet, sich so frisieren zu lassen? Nein, vermutlich nicht. Dann bin ich wohl euer Gefangener. Großartig. Und ich dachte, besser wird der Tag nicht mehr. Okay. Wer bist denn du? Calder und ich hatten gemeinsam studiert. Ich verlegte mich aufs Gammon-Schleifen, während er sich offenbar entschied, wahnsinnig zu werden. Aber ich möchte nicht urteilen. Calder Von? Ihr solltet ihn bei seinem vollen Titel nennen. Lord Von. Seine Familie besitzt in Rathier große Macht. Sie sind alle Exzentriker, interessiert an Relikten, Nachforschungen und Gerüchten. Und das alles hat sie hierher geführt. Sobald sie von Galgens End erfuhren, mussten sie es finden. Aha.
Ich war zwar schon auf schöneren Inseln, aber dieser Haufen aus Wracks und Eiferern hat bestimmt auch seine Reize. Ich weiß zwar nicht welche, aber ich bin mir sicher, es gibt sie. Ja, klar. Und tschüss. Wiedersehen. Ja, wie sie gehen. Halt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ach, da. Einfach über die Brücke gehen, sollte man sagen. Ja. Noch ein bisschen einsammeln, zwitschern durch. Halt. Ja, ein bisschen was muss ich ja tun. Also, ich kann ja nicht hier einfach nur durch die Gegend rennen und dann gar nichts tun. Das geht gar nicht. Wow. Was war das? Da waren wir. Aalblatt. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Oh, da ist noch was. Da ist noch einer. Wo wollen wir da hin? Hier müssen wir Quests sammeln. Aubrey. Ja. Wer bist denn du? Ein Goldschürfer? Hallo. Bin? Oh. Verzeiht mir, dass ich frage, aber kennen wir uns? Ich bin vor einigen Monaten hier gelandet. Das sagen zumindest die Dörfler. Hab einen verdammten Schlag auf den Kopf gekriegt. Ist nicht einfach mit dem Gedächtnis. Hat man es, vergisst man es. Und sobald es weg ist, vergisst man, tja, alles. Selbst jetzt. Ich kam aus einem Grund hierher, an den ich mich nicht erinnere. Alles, was ich habe, ist diese Karte. Und die nützt mir hier nicht viel. Dann gib mir sie doch. Aber du hast noch eine Hand verloren, nehme ich mal an. Aber erzähl mal von dir. Ja, erzähl mal. Mein Name ist Aubrey. Ja. Aber das ist auch schon alles, woran ich mich erinnere. Die anderen Dorfbewohner sagen, sie hätten mich halb ertrunken im Wasser vor dem Krabbenstrand gefunden. Ja, und die haben deine Hand aufgefressen. Der tote Kehl, hast du keine Muffe davor? Ich bin mir fast sicher, dass er der Grund ist, warum ich hier bin. Man weiß doch, dass er die Schiffe versenkt, die der Insel zu nahe kommen. Die anderen Dorfbewohner raten mir, in der Nähe von Trostkap zu bleiben. Aber ich kann einfach nicht anders. Irgendetwas in meiner Natur sehnt sich nach Erkundungen. Mhm, gut. Und die Dwerger? Sie sind ein zähes Volk, entschlossen, die Elemente allein mit dem starken Griff ihrer Hände und dem Willen in ihren Herzen zu bändigen. Sie würden jegliche Hindernisse, ob Meer oder Stein, niederreißen, um ihre Ziele zu erreichen. Oh. Seid euch dessen stets bewusst. Gut. Und hier mit Galgens End, wie bist du überhaupt darauf gekommen, hier in die Nähe zu reisen? Ich bin mir nicht sicher, wie ich hierher gekommen bin oder warum ich überhaupt in dieser Gegend war. Ich hasse das, diese Fragen. Ja, ist ja gut. Ich sag ja schon nichts mehr. Welche Karte denn? Erzähl mal, vielleicht kann ich die ja gebrauchen. Tja, das ist keine Karte. Nein, eher ein Fetzen Pergament. Ich habe ihn zwischen den Trümmern hier gefunden. Aber was habe ich hier eigentlich gesucht? Treibgut? Schildkröteneier oder Krabben? Muscheln? Vielleicht ist es ja eine Schatzkarte. Nein. Ich würde sagen, das ist Dwerger. Der Schrift nach. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Was ein Dwerger ist? Keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich mich an meinen Namen erinnere. Wenn ihr euch die Ecken des Pergaments anseht, erkennt ihr, dass es von einem größeren Blatt abgerissen wurde. Ja, gib mal her. Möglicherweise gibt es mehrere Teile. Ja, richtig. Nur zu, sie gehört euch. Was nützt eine Karte auf einer Insel ohne Boote? Wenn ich noch mehr finde, könnt ihr sie haben. Das heißt, wenn ich mich erinnere, wer ihr seid. Oh, oh. Wo sind die anderen Teile? Ja, wenn die das wisst, ihr bestimmt nicht wissen, oder? Fragt mich nicht. Ja. Ich weiß morgens oft nicht einmal, wie ich heiße. Mein Rat ist nicht sonderlich verlässlich. Na gut. Wiedersehen und passt auf euch auf. Ja, mach ich. Da war. Verstreute Kartenteile. Ja, ich muss mir das echt aufschreiben. Sorry hier, aber... Ja. Oh, alle. Ja. Verstreute... Sorry, das... Karten. So. Weiter geht's. Da haben wir... Ach, da. Nun komm, jetzt gib mal Kniegas, Mädel. Nicht so langsam. Wir wollen uns auch fortbewegen. Ja. Was ist das denn? Super. Oh, das mag er überhaupt nicht.
So nicht, Freundchen. Ja. Aua, der hat aber auch noch einen. Ah, nein, 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 nein. Der ist lila und lässt nichts drum. Na doch jetzt. Meisterhaft, meisterhaft. Alles meisterhaft. Ja, ja, ist ja gut. Ei, da. Goldmünzen, also hier finden wir schön viele Scherben und so was. Das ist ganz gut, ja. Kräuter, also hier findet man viel Gelumpe. Also jetzt Zeugs meine ich jetzt, also ja, Gelumpe. Ja. Was ist das denn da? Da werden wir gleich hingehen, auf jeden Fall. Hier liegt so viel Zeugs rum. Feinde sind hier. Auch nicht schlecht. Jetzt werden wir erstmal da drüben hingehen, was da ist. Neuer Ort entdeckt. Zewüns Lager. Zewüns. Zeig. Oh, ein Büchlein. Haben wir ein Büchlein gefunden. Gucken. Kartei. Wo ist es denn? Da, nein. Alter Allmeintext. Also, ja, schnell gelesen, finde ich gut. Analyse von Galgensend. Haben wir die überhaupt schon gelesen? Auch wenn die Inseln Galgensend zweifellos voller Mal. Ja, haben wir schon. Aber die können wir nicht. Da haben wir. Zivyns Aufzeichnung. Gucken wir mal. Gucken, wie lange sich da dreht. Ach du Schande. Na gut. Zivyns Aufzeichnung. Alpha Kriegsschiff 3. Das Wrack war derart zerstört, dass sich kaum noch sagen ließ, ob es einst wirklich ein Schiff gewesen war. Der Kapitän lebt noch, zumindest für einige Augenblicke. Sie waren offenbar auf dem Weg von Melsenche zurück nach Rathia. Sie haben die Stadt zwar nie erreicht, aber zumindest müssen sie nun nicht mehr kämpfen. Rote Legion Schaluppe 2. Die Mitglieder der Roten Legion sind nicht mehr die gefürchteten Piraten, die sie einst waren, aber sie sind auf dem Frostbruchmeer nach immer häufiger anzutreffen. Da das Holz des Schiffes von Zwergfeuer versenkt ist, wurde es offenbar von einem Dwerger-Piraten angegriffen. Es gab keine Überlebenden. Marsariol-Zirkusschiff ist selbst da. Ich selbst habe diese Schiffe zuletzt gesehen, als ich noch ein Junge war. Aber aus irgendeinem Grund hatten sich diese Zirkusschiffe weit nach Norden gewagt. Die leuchtenden Farben, in denen es gestrichen war, hatten es verraten. Es gab zwar keine Überlebenden, dafür aber ein Behälter mit Wein, den ich für eine zukünftige Verwendung sicher versteckt habe. Gnobische Trireme 2. Ein weiteres Scholarenschiff, das angespült wurde, was auch immer sie erforschen wollten, wird noch eine Weile ein Geheimnis bleiben müssen. Ich habe unzählige Bücher und Notizen gefunden, aber nichts von Wert. Also habe ich das Papier benutzt, um in den letzten Nächten mein Feuer am Brennen zu halten. Allmein Gastschiff 1. Als ich das Wrack fand, gab es noch etwa ein Dutzend Überlebende, aber dann wurde ich von toten Kehl angegriffen. Ich bin gerade so mit dem Leben davon gekommen, kann dasselbe aber nicht über die Siedler sagen. Akane Karacke, was Karacke? 1. Es ist immer ein wenig gefährlich, das Wrack eines Magierschiffs zu durchsuchen. Es gibt dort überall magische Fallen. Zum Glück habe ich jedoch keinen meiner Finger verloren und außerdem einen hübschen Zauberstab gefunden. Ich werde wohl versuchen, ihn in Trostkap gegen etwas Nützlicherem einzutauschen. Dwerganisches Piratenschiff 3. Dieses Wrack lag schon eine ganze Weile dort. Vielleicht schon seit der Zeit, als die Dwerger die Insel besiedeln. Es hatte jede Menge Seestahl an Bord. Ich könnte es vielleicht Paddy geben, falls es ihm jemals gelingt, diese Feste in Besitz zu nehmen. Ja, ist dann halt so, kann ich auch nicht.
Moment. Die könnte ich... Lassen wir aber jetzt. Gut. Ey. So, und du? Moment. Zack. Und du? Du? Wo bist denn du? Ey, Alter. Ist dir schon mal angefallen, dass da keine Angelschnur dran ist, du Netten? So. Ich habe in meinem Leben schon viele Wracks gesehen. Aber diese Insel scheint sie magisch anzuziehen. Du siehst aber auch komisch aus. Während es früher nur die Alpha gab, gibt es heute zwei Völker. Die Yosalpha und die Dokalpha. Dabei gab es nicht einmal ein Zerwürfnis. Es wollte nur jeder nach seiner Fasson leben. Wir sind uns noch immer sehr ähnlich. Aber wenn wir uns weiter auseinander entwickeln, wird sich das ändern. Mhm, gut. Und was meinst du über Paddy? Kennst du den auch? Ich mag Paddy, wie viele von uns. Aber es ist schwer zu sagen, wann er mal wieder nur heiße Luft von sich gibt. Auch finde ich nicht. Bis jetzt ist und Trostkap, wie bist denn du überhaupt hier hingekommen? Es ist nicht so, dass ich ungern in Trostkap wäre. Aber ich bin eben lieber unterwegs und hole mir das Treibgut, solange es frisch ist. Ah, frisch. Und du selber? Erzähl mal von dir. Ich bin auf einem Bergungsschiff der Alpha gesegelt, bis wir selbst Schiffbruch erlitten. Seitdem lebe ich auf dieser Insel. Aha, und das ist gut. Seid vorsichtig. Ja, bin ich. Absolut, da kannst du einen drauf lassen. Ich bin die vorsichtige Person. Ja, nein, da ist nichts. Ich bin wirklich die vorsichtige Person, Kumpel. Oh, und da sind mehrere Gegner. Was denn? Was sind das denn für Boggers? Halunken? Ja, nein. Ey. Ey, das gibt's nicht. Dann macht er eben... Oh, da tut mir aber jetzt leid. Aber eine starke Sehne. Da tut mir jetzt echt leid. Dumme Sau, Prima. Platin-Talisman. Ja, da sind noch mehr. Bestimmt auch Boggarts. Nee, Wölfe. Dann kommt er. Ah, damit doch erwischt. Sau. Also, ach, guck mal, da ist der nächste. Fisch, Schattenprisma. Ja, hier taugen die bestimmt. Ja. Kann man gut mit ablenken. Weiter. Oh, oh, was ist das denn da hinten? Oh, 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 oh. Das ist nicht so prickelnd. Nee. Was ist hier? Schiffswrackwehr. Aha. Und du? Hört mir zu. Bitte, ihr müsst mir zuhören. Ja, ist ja sie gut. Ist dort drin. Angarad ist dort drin und will nicht wieder herauskommen. Wir müssen etwas unternehmen. Bitte. Moment, was ist hier überhaupt los? Erzähl mal. Ich war ein Narr. Ich hatte ein Angebot der Handelsflotte der Alpha angenommen. Sie suchten tapfere Seelen, um den toten Kell gefangen zu nehmen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ich war damals noch ein Junge, dumm und schwach. Und innerhalb weniger Tage war ich schon ein Schiffbrüchiger. Das ist mehr, als ich je zuvor gewesen war. Oha, der tote Kehl? Als Junge? Du bist doch schon lange hier. Die Dorfbewohner in Trostkap nennen ihn den Gefallenen. Und das aus gutem Grund. Was immer er begehrt, nimmt er sich. Wen immer er verachtet, tötet er. Wenn das nicht einen Verdammten auszeichnet, weiß ich es auch nicht. Ja, dann weiß ich es wirklich nicht, das stimmt. Und Galgens End, wie bist denn du überhaupt hier, überhaupt Galgens End, Trostkap? Erzähl. Ich will nicht leugnen, dass mein Leben auf Galgens End besser ist als jenes, das ich zurückgelassen habe. Hier ist es friedlich, schön und ich habe einen Lebenszweck. Der einzige Grund, warum ich je darüber nachdenke, von hier wegzugehen, ist Angarad. Ihr Leid wirft einen Schatten auf alles. Angarad, wer ist denn das? Ich bin in meinem Leben schon vielen Leuten begegnet, aber nur wenige waren derart aufrichtig und zuverlässig wie diese Gemeinschaft von Schiffbrüchigen. Mhm. Das Unvorstellbare.
Sie hat eine Vereinbarung mit dem Piratenkönig getroffen. Mit dem toten Kell. Angarad sehnt sich seit Jahren in ihr Leben in Rathir zurück. Sie verbrachte ihre Tage in Stille und ihre Nächte in Trauer. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie sich an ihn wenden würde. Ich habe ja versucht, sie aufzuhalten, aber sie will nicht auf mich hören. Wir sind seit 3 Jahren Freunde, doch das hat für sie jetzt keinerlei Bedeutung mehr. Oh oh, was für eine Vereinbarung. Die Insellegenden besagen, dass der tote Kell in Schlickhark seine Mannschaft aus Fergorta erschafft. Mit der Hilfe einer Zauberin. Ja. Aber ich weiß nichts Genaueres. Nina Maloy könnte vielleicht schon einmal dort gewesen sein. Immerhin gibt es kaum einen Ort auf diesem Felsen, an dem sie noch nicht war. Mhm, genau. Na gut, ich kümmere sie mich darum. Sie hat unter der Erde Zuflucht gesucht. In den zerfallenden Überresten der Schlickhark-Wehr. Die Dinge, die sie dort tut, sind unvorstellbar. Seid vorsichtig. Angarad ist ein empfindliches Geschöpf und irgendetwas tief in ihrem Innersten ist zerbrochen. Sie wird sich jeglicher Vernunft verweigern. Und das macht sie gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ja, warten wir erstmal ab. Wo, genau. Sie hat sich in die Tiefen der Schlickhark-Wehr zurückgezogen. Dorthin, wo sich die Höhle zu den Klippen und den darunterliegenden Gewässern öffnet. Sie ist vom Meer besessen und sucht den Horizont immerzu nach Schiffen ab. Ach du Schande. Sei na gut. Vorsichtig. Enge Bande. Gut. Enge Bande. Bande. Aber was ist das hier? Ach so, das ist das hier. Aber nein. Wir machen jetzt erstmal. Moment. Ah, da. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Sieht aus wie eine Schildkröte. Wer ist das? Ab- und Wurzelgolem. Oh. Nein, so leicht noch. Nein, komm weg. Der schmeißt mit Bockholz rum. Aber auch mal so eine Wurzelkohle gesehen. Ja, glaubst du und ich nicht. Hier bin ich, Trottel. Ey, der schmeißt mit Gift. Aua. Aua. Ah, die haben wieder schön auf den Arsch. Das mögen sie alle nicht. Oh, er ist erledigt. Nehme ich mal an. So. Alles nur Rotz. Rotz. Naja, aber Kohle gab's richtig. Nettes. Ja, ist ja gut. Richte dich nicht auf. Bleib locker, Junge. Was ist denn jetzt hier noch? Oh. Oh, krack. Nicht schlecht. Auf jeden Fall müssen wir hier viel zu... Adeline Kirk. Ah, das ist die Schwester von Kirk. Bitte, wo bekomme ich etwas Brot und eine Unterkunft? Bei mir, hier, Greyfall, genau. Eine ganze Dwergerfeste, sagt ihr? Das klingt doch ganz gut, danke. Ja, und du? Meine Magie war nicht immer so stark. Meine Fähigkeiten manifestierten sich etwa zur selben Zeit, als ich anfing, mich für Jungs zu interessieren. Also schickten mich meine Eltern auf die Scholia Arcana. Ich weiß bis heute nicht, ob sie mich vor der Magie oder den Jungs beschützen wollten. Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Mit welchem Schiff bist du denn hier und wann und überhaupt? Wir haben auf offener See magische Experimente durchgeführt. Die Idee dabei war, mit unserer Magie ein Loch im Wasser zu öffnen. What? Dummerweise hat es das ganze Schiff verschluckt und außer mir hat niemand überlebt. Wieso ein Loch im Wasser? Ob sie die Hexe ist? Ja, die können ja Sachen annehmen, also Gestalten annehmen, um mich zu täuschen, um zu gucken, wer ich bin. Die haben garantiert schon von mir gehört.
Vielleicht können wir hier draußen ja eines Tages unser eigenes Kapitelhaus gründen. Eines, das sich sogar mit dem Inrat hier messen kann. Bestimmt. Und du kannst nur Gem entfernen. Ja, bestimmt. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Ja, Freunde, aber das war's erstmal für diese Folge. Und ich werde jetzt hier mal weiter gucken, was hier noch so anliegt. Und ja, wenn ihr auch dabei sein wollt, beglückt mich bitte und gebt mir die Ehre, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann.